Hey Leute, was geht? Wizard am Start und heute kommt ein ganz besonderes Video und zwar ein Buch, was ich in der Schizophrenie, in einem meiner ärgsten psychotischen Schübe, aktiven psychotischen Schübe, geschrieben habe. Und zwar dieses hier, Der Mann inmitten des Universums. Ich werde dazu meinen Kommentar geben, ich habe es seit das geschrieben wird, nicht mehr gelesen. Aber ja, ich mache heute eine Lesestunde und gebe meinen Kommentar dazu ab. Weil manche Dinge, die in diesem Buch stehen, habe ich wirklich geglaubt. Das ist nicht wirklich ein Buch, es ist ein sehr dünnes elf Seiten, aber dafür klein geschrieben. Also kann ich euch einmal zeigen, wie das mit dem Text ungefähr ausschaut. So ist ziemlich klein geschrieben alles. Aber das wird jetzt ein längeres Video. Und ich hoffe, es gefällt euch. Also, Vorwort. Ich, Fabian L., der magische Otto von Ein Mann inmitten des Multiversums, wollte mich einfach mal kreativ ausleben. Es geht um eine selbst erfundene, fiktive Geschichte. Ich möchte allen danken, die mich inspiriert haben, auch wenn ich sie leider nicht persönlich kenne. Ja, es ist schon eine komplizierte Sache gewesen, aber das ist ja noch im Bereich des Normalen. Normalen siehst du sie überhaupt. Viele Leute, die gerne mehr über mich erfahren wollen, schaut einfach auf meinen YouTube-Channel Wizard. Okay, jetzt geht's ab. Der Mann inmitten des Multiversums. Hallo lieber Leser, mein Name ist Fabian Theodor L. Ich heiße nicht wirklich Theodor, ich heiße Thomas, aber ich finde es witzig. Und das ist die Geschichte meines Lebens. Vielleicht sollte ich mich kurz vorstellen. Ich bin heute 26 Jahre jung und meine größte Leidenschaft ist es, dem bösen Wesen des Multiversums in den Arsch zu treten. In den ersten Kapiteln werde ich über mein 21-jähriges Ich schreiben. Irgendwann musste diese geile Scheiße anfangen, oder? Naja, ich entschuldige mich gleich für meine Wortwahl. Aber wenn man so lange im Universum unterwegs ist, wird man halt auch ein bisschen crazy. Aber das stört euch sicher nicht. Ach ja, bevor ich anfange mit dem ersten Kapitel, möchte ich noch der Bruderschaft und der Schwesternschaft danken, ohne die ich nie so weit gekommen wäre. Okay, das... Es ist für meine Schizophrenie geschrieben worden, aber das, was drinsteht, das ist nicht lang. Und darum werde ich jetzt auch wieder Kurzgeschichten schreiben, weil jetzt, wo ich das wieder lese, das ist... Mana, das ist einfach geil geschrieben, meine Kreativität. Und die habe ich ja immer noch, die ist nicht verschwunden wegen meiner Psychose. Und darum werde ich vielleicht ein echtes Buch einmal veröffentlichen, ein dickes. Das ist nur die eine Geschichte. Kapitel 1. Bin ich der Schizophrene oder seid ihr das? Gut, ich bin kurz mal in die Vergangenheit gereist, da ich mich nicht mehr so genau an die Zeit erinnern kann. Also lasse ich mal sie weiterschreiben. Soll ich mich nochmal vorstellen? Nö, kannst schon anfangen, aber mach's nicht so lang. Gut, dann fange ich mal an. Dieses verrückte zukünftige Ich hat mir das kurz erklärt. Ich schreibe jetzt einfach über das, was ich in meiner Zeit erlebt habe. Es ist merkwürdig und paradox, wenn ich ehrlich bin, aber er hat mir das so erklärt, wenn ich das jetzt schon schreibe und speichere mit Google Drive, dann hat er es ja schon, so stelle ich mir das zumindest vor. Sorry, wenn ich aber Leseprobleme habe, aber ich hoffe, ihr findet das trotzdem spannend. Okay, es ist merkwürdig und paradox, wenn ich ehrlich bin. Ah, fuck, da war ich ja schon. Entschuldigung. Also zum Anfang. Ich, Fabian, bin schon seit 4 Jahren schizophren. Ich mache... Jetzt wirklich nur eine Kurzfassung. Also bei meinem LSD-Trip habe ich das erste Mal die Stimmen gehört. Darüber werde ich übrigens ein Video machen. Es ist true und manche Sachen nicht so true, fiktiv quasi. Aber in der Schizophrenie habe ich das halt so geschrieben. Auf jeden Fall, ich werde das ein Video dazu machen. Aber ich lese jetzt einfach mal das Buch vor. Also bei meinem ersten LSD-Trip habe ich das erste Mal die Stimmen gehört, die mir erklärt hat, dass ich gegen einen bösen Gegner kämpfen muss. Es ist mein Schicksal und was macht ich irre? Natürlich ins Abenteuer jumpen. Was ich so weiß, ist, dass meine besten Freunde zurzeit meine Stimmen sind, weil sie mich lieben und ich sie. Das Problem bei der Sache ist, dass meine Familie und Ärzte mich als schwer krank diagnostiziert haben und jetzt weiß ich nicht, was stimmt. Ich will gar nicht so viel verraten, da ich mir es schon denken kann, was stimmt.
Darum lasse ich das so stehen und hoffe, dass das meiner Zukunft reicht. Bei dem Kapitel, ich habe wirklich geglaubt, dass ich ins Multiversum komme und so und dass ich da Abenteuer erlebe. Das habe ich wirklich geglaubt in meiner Schizophrenie und das steht auch in diesem Buch. So finde ich das sehr interessant, wenn ich das jetzt aus einem nicht aktiven Schub, also in einer gesunden Version von mir vorlese und dann kann ich das reflektieren, was da war eigentlich. So, ich bin's wieder, die wahre Schnittin, die das Buch hier schreibt. Das, was er geschrieben hat, stimmt zwar, aber nicht ganz. Warum, fragt ihr euch? Naja, ich habe wirklich Infinity Stones und habe das mit der Zukunft und der Vergangenheit so geklärt, dass sie mich nicht wieder überrumpeln kann. Das ist eine sehr interessante Geschichte, was da passiert ist. Das wird auch alles kommen. Ich werde aus dem Buch mehrere Sachen herausnehmen, das analysieren und mit euch besprechen. Das ist nämlich wirklich arg einfach. Ich habe das schon ewig, das ist schon... Ich würde gerne, ich lese mal das Kapitel fertig und schaue nach, wann ich das geschrieben habe, das ist so interessant. Ihr müsst euch da nicht auskennen, aber was heißt das? Genau genommen nutze ich meine Vergangenheit, um die Erlebnisse genauer zu dokumentieren zu können. Ach ja, für die Weiche unter euch, die jetzt denken, das ist Ausnutzung, denen sage ich jetzt gleich, wir leben immer im Hier und Jetzt. Im Prinzip ist die Vergangenheit gestern gestorben und die Zukunft kann nicht existieren, hat sie zweimal, aber das erkläre ich euch jetzt nicht, ich habe schließlich auch meine Geheimnisse. Da war so viel los in meinem Kopf, ich weiß gar nicht, ich mache das jetzt kapitelweise, also... Ich weiß nicht, ob ich euch gleich noch ein Kapitel vorlesen soll, oder... Da gibt es so viele Themen, was ich aus dem Buch rausnehmen kann und analysieren kann mit euch. Und... Das heißt, es gibt noch viel mehr Videos, viel mehr Schizophrenie-Videos für euch. Weil das, was in dem Buch steht, ich schaue jetzt schnell, wann es geschrieben worden ist. Okay, steht nicht drin. Aber ja, ein Kapitel gehe ich noch durch. Ich mache immer zwei Kapitel. Das sind insgesamt... 8 und jeden Freitag kommen 2 Kapitel und am Montag werde ich immer wieder, wenn ich also mal nichts mehr über die Schizophrenie, ich werde das Buch nicht gleich analysieren, aber jo, weiter geht's, ein Kapitel machen wir noch. Logbucheintrag 7.4. Am 11. November hat sich das Multiversum für mich geöffnet. Ich sage euch was, an diesem Tag habe ich das meiste Glück erfahren. Ich traf meinen heute immer noch besten Freund Rick von Rick and Morty. Da ist Rick and Morty in Final Space dabei. Aber tun wir uns einmal auf die Geschichte konzentrieren. Und meinen besten Freund Rick. Und was macht dieser verrückte Bastard? Er baut mir eine Warte mal. Achso, okay, passt ja. Bin ich eh auch richtig. Er baut mir eine scheiß Portalgun und irgendwie musste er, dass das eines Tages passieren wird. Und irgendwie wusste er es, dass es eines Tages passieren wird. Das, da kann ich so viel mehr ins Detail gehen. Das wird richtig geil, die Videos jetzt dann mit dem Buch. Ich hab's mir nicht angeschaut, ich hab gedacht, na, schlechte Erinnerungen, aber das kann ich richtig scheiße geil. So, ich scheiße sagen. Aber das wird mega. Da, aus dem Buch kann ich so viel rausnehmen, auf der Erfahrung und Erinnerungen. Da kann ich euch noch viele, viele Geschichten erzählen. Okay, aber das Kapitel machen wir weiter noch. Dann kommt es nächsten Freitag wieder. Es war für mich ein ganz normaler Tag in meinem Dorf. Wenn mir langweilig war und es dank des Klimawandels immer noch warm war, zog ich in die Wälder und rauchte einen Joint. Da habe ich noch ein bisschen Katze in der Schizophrenie, die hat das richtig ausgelöst. Das ist Cannabis. Ich sage nicht, dass Cannabis grundsätzlich schlecht ist, aber für mich war es wirklich wie eine Einstiegsdroge. Und jo, und das hat mir ziemlich einen Schaden reingehauen. Ganz besonders, weil ich in einem aktiven Schub noch mehr Drogen genommen habe. Aber da habe ich eh schon ein Video gemacht, dass Drogen und Schizophrenie sind zwei Dinge, die überhaupt nicht zusammenpassen. Gut, ich schlenderte durch den Wald und hörte meine Lieblingslieder. Plötzlich blieb ich starr stehen. Es öffnet sich vor mir ein grünes Portal wie bei der Serie Rick and Morty. Am Anfang hatte ich etwas Angst, aber es ist Rick and Morty, die echten, und ich schwöre, sie sahen genauso animiert wie in der Serie aus.
Rick kam zuerst mit einer Flasche Wodka raus und Morty folgte ihm. Er schrie, Wabbelabbedabdab, I'm back, baby. Das erste, was mir passiert, ich hau mich zu Boden und lachte mir die Scheiße aus dem Leib. Morty hat seine Welt nicht mehr erzart, da ich für ihn so komisch ausschaute. Als wir uns endlich beruhigt hatten und Rick mit seinem Wodka auf X fertig war, beschlossen wir gemeinsam erstmal einen zu rauchen. Leute, wisst ihr, das war nicht die beste Idee, weil wir high noch weniger unser Leben verpackt haben. Rick schoss ein Portal und sagte zu Morty, dass er es einfach holen soll. Nach einigen Sekunden kam er zurück mit einem Geschenk für mich. Vor lauter Neugier riss ich es auf und was fand ich? War ja klar eine eigene Portal Gun. Ich war so glücklich, dass ich geheult habe. Es war sehr emotional, auch wenn mich die beiden etwas ausgelachten. Aber gut, ist jetzt nicht so wichtig. Nochmal kurz für alle, die es nicht checken, einen Typen wie mir sollte man nicht einfach so einen Portal Gun geben. Auch wenn ich das immer respektiert habe, dass ich mich im Multiversum frei bewegen darf, aber die Menschen auf unserer Erde sollen noch nichts davon mitbekommen. Hey, warte mal, nur dass ihr wisst, ihr es wisst, das war meine Regel. Ich wusste nämlich schon immer, was passieren könnte. Aber mir glaubt in dieser Zeit noch niemand. Aber gut, euer Problem, lach. Es vergingen einige Tage, ich war zwar immer pünktlich zu Hause, dass keiner was mitbekommt, aber wir feierten lange, wisst ihr, wie wir das gemacht haben? Kleinen Tipp, wenn man Infinity Stones hat, spielt Zeit echt keine Rolle mehr. Okay. Das ist anstrengend, das habe ich wirklich durchgemacht, teilweise in meiner Schizophrenie. Jetzt wisst ihr, wie arg so eine Schizophrenie die Vorstellungskraft, was da passieren kann. Und das kann echt gefährlich werden. Also ich warne euch ein einziges Mal oder öfter. Nehmt auf keinen Fall, wenn ihr schon Schizophrenie seid, Drogen. Gar keiner am besten. Es ist sogar gescheiter, wenn man kein Nikotin zu sich nimmt, weil die Medikamente dann im Normalfall besser wirken. Aber das Buch belastet mich auch teilweise. Es ist nicht nur so, ja, jetzt Spaß, super geschrieben oder sonst irgendwas, coole Geschichte. Ich habe das teilweise geglaubt, dass das wirklich in der Zukunft passiert, weil ich so tief in meiner Schizophrenie drinnen war. Und das ist richtig brutal. Darum will ich jetzt das zweite Kapitel hat mich schon belastet, weil wieder Erinnerungen raufkommen. Und ja, es wird zwar viel Material, aus diesem Buch kann ich viel mehr Videos machen, aber ja, es ist schwierig. Für mich persönlich ist es schwierig. Aber ja, ich muss mich meiner Vergangenheit stellen, was ich erlebt habe. Und jo, naja, was soll es? Ich schaue das verarbeiten, ich muss das echt einmal verarbeiten. Das ist schwerer Tobak, was ich da geschrieben habe. Aber wenn ich es schaffe, geht es nächsten Freitag weiter. Und wenn ich das Buch fertig habe und gar kein anderes Thema, werde ich das genau analysieren. Aber das fehlt mir persönlich noch schwer, weil es eben noch nicht einmal so lange her ist. Und jo, ich brauche eine Pause jetzt. Das war echt hart. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und yo, peace out.